jemals mit dem Stab über irgendwas rüberspringen zu können, musst du so wahnsinnig trainiert sein. Du musst so ein Multitalent sein, weil hier kommen einfach turnerische Fähigkeiten zusammen. Du musst laufen, springen können. Das ist eine Sportart, die alles anspricht. Ja gut, Breitensport ist es gerade bei uns in Deutschland nicht, aber ich bin eigentlich, ja natürlich, durch meine Eltern dazugekommen, aber ich glaube, ich war immer schon interessiert am Komplizierten und am Schweren. Klar, ein Olympiasieger ist unvergessen, aber ich bin schon immer eher ein Höhenjäger gewesen und mich reizt halt eher dann die ultimative Höhe und nicht die Medaille, weil die kann im nächsten Jahr oder dann in 4 Jahren wieder der Nächste holen, aber so diese ganz große Höhe, ja, die steht vielleicht viel, viel länger da als ein Olympiasieg. Mhm. Ja, ich denke, für mich war der schönste Augenblick mit Sicherheit als erster Deutscher, 6 Meter zu springen und damit Sportgeschichte zu schreiben. Das war damals erst der 6. Springer der Welt, der das geschafft hat. Ja, und das steht nach wie vor, das war 1997 und ja, das ist jetzt schon Teil der Sportgeschichte, das finde ich toll. Ja, also vor kurzem war es natürlich nochmal sehr aktuell, weil wir direkt innerhalb von 2 Wochen 2 Todesfälle in den USA hatten. Also bei uns ist es schon so, wir sind ja schon gefährlicher als die Formel 1. Wir hatten jetzt in den letzten 20 Jahren fast 30 Tote alleine in den USA. Das ist schon eine ganze Menge. Das heißt, wenn was schief geht, muss keiner mehr operieren, ja? Dann ist es vorbei. Also bei uns ist der Verschleiß natürlich ja schon da, aber es hält sich noch in Grenzen, weil es sind 24 Bewegungen innerhalb von weniger als einer Sekunde. Das heißt, es wird alles abverlangt. Das heißt, irgendwie leidet alles drunter oder auch nichts. Aber natürlich sind gerade die Füße mit betroffen. Das heißt, es kommt natürlich schon auf das richtige Schuhwerk an. Ich kann für mich sagen, da habe ich mich immer für das Richtige entschieden. Sonst würde ich nicht mit 37 noch einer der Weltbesten sein. Mhm. Aber so klug sind halt nicht viele. Aber klar, der Rücken leidet natürlich. Gar keine Frage. Rücken, Schultern, Füße, das ist so, ich sag mal, unsere 3 schlimmen Dinge. Aber die meisten kommen halt wirklich um, weil sie neben der Matte landen und sich dann halt schwere Kopfverletzungen zufügen. Gut, also ich will natürlich als bisher einziger Sportler zum 5. Mal im Sommer bei Olympischen Spielen dabei sein. Das wäre halt 2012 in London. Das ist natürlich ein vermessenes Ziel, weil wir halt wirklich sehr viele gute Stabhochspringer haben. Die meisten kommen aber jetzt, ja, dank Nike und den Stadtwerken hier nach München. Das heißt, ich trainiere so schlecht, damit ich es wieder schaffe. Nein, aber wir haben langfristig auch vor, hier was aufzubauen. Und ja, London ist mein großes Ziel. Aber nächstes Jahr Barcelona, Europameisterschaften im August, auch immer ein Ausflug wert. Naja, also so November und Dezember ist nicht meine Lieblingszeit, ja meist ein bisschen unrasiert. Das wächst aber leider nicht über meine Ringe unter den Augen. Die habe ich durch das viele Training. Nein, also so richtig gehen lassen tue ich mich eigentlich selten. Aber wenn zu der Zeit, zu der ich am meisten trainiere, das ist halt nur mal November, Dezember, Januar. Das ist halt wirklich mit 5 bis 7 Trainingsstunden am Tag eine ganz fiese, eine ganz schöne Zeit. Natürlich war jetzt auch in den letzten Wochen das Thema Depression und Burnout groß in der Presse. Das ist was, damit beschäftigen wir Sportler uns alltäglich, aber auch viele andere Menschen. Aber natürlich gibt es immer wieder Momente, in denen man sich hinterfragt. Meist, wenn man halt vor manchmal 120.000 Zuschauern in einem Stadion 3-mal die entscheidende Höhe reißt. Aber entscheidend ist es ja, weiterzumachen und nicht den Spaß daran zu verlieren. Ich habe immer gesagt, egal wie schlecht ich springe, mir kann keiner verbieten, morgen wieder stabhoch zu springen. Und solange mir das noch Spaß macht, werde ich den Knüppel wieder in die Hand nehmen und weiterhüpfen. Also das ist das Gesetz des Einfachen.